Wir fahren von Überlingen nach Konstanz. Auf dem Weg dorthin kommen wir im Westen um den Bodensee herum und beim Teich Untersee an der Insel Reichenau vorbei. Auf dieser Insel ist das Kloster Reichenau, ein großes Benediktinerkloster aus dem Mittelalter. Damit die Besucher schneller auf die Insel kommen, wurde sie über einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden. Dann haben wir Konstanz erreicht. Dort sind wir bei einer Brücke über den Fluss Rhein. Hier fließt das Bodenseewasser in den Fluss Rhein und über den Untersee, in dem die Insel Reichenau ist, zum Rheinfall bei Schaffhausen. Dort ist ein Wasserfall, der mit 23 Meter Höhe und 150 Meter Breite ein wasserreicher Wasserfall ist. Bei Konstanz kommt man über eine Brücke zu weiteren Ortsteilen. Wir fahren hinüber und kommen nach einiger Zeit zu einer Zollstation. Auf dieser Seite von Konstanz gibt es deutsche und Schweizer Ortsteile. Wir kommen dann zu einem Hafen, der am Bodensee liegt. Dort, wo auch ein Eisenbahnhof ist, verlassen wir den Bus. Wir gehen am Hafengebiet entlang und kommen an der Hafenuhr vorbei. Neben dem Bahnhofsgebäude ist ein Tunnel unter den Bahngleisen, durch den man in die Altstadt kommt. Gegenüber erblicken wir am Bodensee die Hafenausfahrt. Auf einer Außenmole sehen wir eine große Statue. Es ist die Imperia, eine üppige Kurtisane. Auf ihren hohen Händen trägt sie zwei zwergenhafte nackte Männlein. Der Mann in ihrer rechten Hand trägt auf seinem Haupt die Krone eines Königs. Die Figur in ihrer linken Hand trägt auf seinem Haupt eine päpstliche Tiara. Wir kommen dann zum Konzilgebäude. Das dreigeschossige Gebäude wurde 1388 als Warenlager für Reisende und ortsansässige Händler errichtet. Während des Konstanzer Konzils im Jahre 1417 fand die Wahl von Papst Martin V. in diesem geräumigen Bauwerk statt. Deshalb entstand der Name Konzilgebäude. Seit 1912 wird es als Restaurant, die Konzilgaststätten, genutzt. Wir sehen von hier einen Park. Wir gehen in den Park und erblicken von dort im Bodensee weiter hinten ein Gebiet. In einer Ecke sehen wir die zweite Brücke über den Rhein. Wir gehen durch den Park hindurch und sehen eine Insel. Es ist die Dominikanerinsel. Die Insel ist durch einen 6 Meter breiten Stadtgraben von der Altstadt getrennt und mit ihr durch eine Brücke verbunden. Wir gehen weiter und kommen nach einiger Zeit zu dieser Brücke, über die man auf die Insel kommt. Das Gebäude, das wir erkennen, war früher ein Dominikanerkloster. Heute soll sich in dem Gebäude ein Steinberger Inselhotel befinden. In entgegengesetzter Richtung begeben wir uns in die Altstadt. Dort sind Eisenbahnschienen, über die wir gehen. Auf dem Weg in die Altstadt kommen wir nach einiger Zeit zu einem Gebäude, das Dom heißt. Auch in diesem Gebäude erhält man immer sehr schnell und freundlich Getränke und Essen. Wir gehen in Richtung Süden weiter und kommen zu einer Kirche. Es ist die Basilika Constanza Münster. Sie hat einen hohen Turm und eine schöne alte Fassade. Wir gehen hinein und schauen uns den Kirchensaal an. Es ist ein sehr hoher und schön gestalteter Saal. Dann verlassen wir den Kirchensaal wieder und gehen weiter durch die Altstadt. Nach einiger Zeit sind wir bei einem Marktplatz. Hier steht der Kaiserbrunnen. 1897 wurde der Brunnen als Ersatz für einen alten Brunnen errichtet. Auf der Steilpyramide wurden 4 Kaiserbilder errichtet. 3 haben wir davon gesehen. Dort wurden dargestellt Friedrich Barbarossa von Hohenstaufen, Maximilian I. von Habsburg
und Otto der Große vom Römischen Reich. Den vierten konnten wir nicht sehen, da er hinter einer geschlossenen Bronzetür ist. Im Umfeld stehen Skulpturen. In einem kleinen Wasserbecken sind speisende Seehasen. Beim Beckenrand des großen Springbrunnens sind weitere Skulpturen zu sehen. Am Beckenrand hockt hier eine Hasenskulptur. Neben dem Brunnen steht eine große Pferdeskulptur. Wir gehen jetzt weiter durch die Altstadt in Richtung Süden. Wir kommen zu einem interessant gestalteten Gebäude. Gegenüber steht ein schlichtes Gebäude. Wir gehen hinüber und können an der Fassade lesen, dass wir bei der Dreifaltigkeitskirche sind. Dort steht geschrieben, dass es die ehemalige Kirche des Augustiner-Eremitenklosters ist. Wir betreten den Kirchensaal. Er ist auch ganz schön gestaltet. Dann verlassen wir die Kirche wieder und gehen zurück zum unteren Teil des Marktplatzes. Hier gehen wir in Richtung Hafen hinunter. Wir kommen zum Tunnel, der unter den Bahngleisen hindurchgeht. Wir gehen hindurch und kommen dann zum Hafengebiet. Dort sehen wir wieder die Statue Imperia. Wir begeben uns dann zum Bus, der anschließend in Richtung Westen zum Ort Stein am Rhein fährt. Auf dem Weg dorthin kommen wir auf der Südseite vom Teich Untersee vorbei. Wir sind nun in der Schweiz. Nach einiger Zeit haben wir wieder einen Fluss erreicht. Es ist der Rhein. Wir sind jetzt im Ort Stein am Rhein. Es ist eine Schweizer Stadt. In ihm gibt es eine Brücke zur anderen Seite des Rheins. Wir fahren hinüber und der Bus hält auf der anderen Seite des Ortes. Dort verlassen wir den Bus und gehen zurück zur Brücke. Wir wollen uns den Fluss genauer ansehen. Dann schlendern wir durch den Ort auf der nördlichen Seite. Wir gehen durch ein Stadttor in die Altstadt von Stein am Rhein. Wir kommen an einem Springbrunnen mit einer interessanten Skulptur vorbei. Dann erblicken wir ein schön gestaltetes Gebäude. Es ist ein Rathaus. Das Gebäude hat eine interessant geschmückte Fassade. Weiter hinten erblicken wir einen hohen Kirchturm. Er hat interessante Darstellungen. Wir gehen weiter durch die Altstadt an vielen schön gestalteten Gebäuden vorbei. Dann begeben wir uns zum Bus. Nach einiger Zeit steigen wir wieder in den Bus und fahren aus der Schweiz heraus zurück nach Überlingen. Jetzt sind wir im Zentrum von Überlingen. Wir waren in einem Gebiet, wo hier im Westen durch Konstanz und Stein am Rhein das Wasser vom Bodensee wieder abfließt. Im Osten strömt Wasser von einigen Flüssen in den Bodensee hinein.